Sossen. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi in Sibirien gedreht. Der Moskusochse, Ovibos moschatus, auch als Bisamochse oder Schafsochse bezeichnet, ist ein Paar Hufe aus der Unterfamilie der ziegenartigen Caprinae. Die bis zu 1,50 Meter hohen männlichen und bis zu 1,30 Meter hohen weiblichen Tiere sind Bewohner der arktischen Tundra und heute in Grönland, Kanada, Sibirien und Alaska zu finden. Kleinere Herden leben auch in Norwegen und Schweden. Die Vorläufer der heutigen Muschelsochsen begannen sich vor etwa 1 Million Jahren in der Tundra des nördlichen Zentralasiens zu entwickeln. Die ältesten Fossilien der Muschelsochsen-Gattung Ovibos wurden in Deutschland gefunden und stammen aus der Mindeleiszeit. Diese pleistozänen Muschelsochsen unterscheiden sich von der heutigen Form durch größere Körpermaße und sonstige Merkmale und werden deshalb zoologisch meist als eigene Art, Ovibos palantes im Gegensatz zu Ovibos moschatus, eingestuft. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über die nördlichen Teile Eurasiens und Nordamerikas, dass sie vor etwa 500.000 Jahren über die Beringstraße erreichten. In besonders kalten Zeitabschnitten zogen sie sich weit nach Süden zurück und gelangten bis nach Ungarn, Frankreich und vermutlich sogar Nordspanien. Am Ende der Würmeiszeit gingen vor allem die Bestände der eurasischen Vorkommen zurück, vermutlich durch das Verschwinden der Mammutsteppen und trockenen Tundren verursacht, die durch den Muschelsochsen als Lebensraum wenig zusagende feuchte Moostundren und dichte Wälder abgelöst wurden. In Eurasien hielten sie sich am längsten auf der Taimyr-Halbinsel, von wo sie erst vor etwa 4000 Jahren verschwanden. Das Aussterben dieser Muschelsochsen fällt zeitlich mit dem der letzten Mammuts auf der nordsibirischen Wrangelinsel zusammen. Im Norden von Nordamerika und in Nordostgrönland überlebten die Muschelsochsen dagegen bis in die Gegenwart. Paläontologische Funde zeigen, dass der Moskusochse die letzte nicht ausgestorbene Art eines mehrere Arten umfassenden Hornträgerzweiges ist. Sein Überleben verdankt der Moskusochse offenbar der Anpassung an extrem kalte Standorte. Die ausgestorbenen Arten waren dagegen an wärmere Klimazonen angepasst, zum Beispiel der Preovibos priscus, der trotz dieser Bezeichnung kein Vorläufer, sondern eine parallel zu Ovibos moschatus existierende Art darstellte. Während des Pleistozäns war der größer und schlanker als Ovibos moschatus gewachsene Helmmoskusochse, Symbos cavifrons gleich Borterarium bombifrons oder Borterarium sargenti, in Nordamerika weit verbreitet. Mit der Bestimmung seiner Fossilfunde tat sich die zoologische Forschung schwer, zunächst hielt man den Helmmuschelsochsen für eine ausgestorbene Bisonart, Bison apalachicolus, dann wurde Borterium, heute allgemein als Weibchen von Symbos cavifrons eingestuft, als eigene Gattung beschrieben. Andere. Heute leben Muschelsochsen in größerer Zahl in Grönland, Kanada, Sibirien und Alaska sowie als kleinere Herden in Norwegen und Schweden. Allerdings ist nur ihr Vorkommen im Norden Kanadas und im Nordosten von Grönland natürlichen Ursprungs. In Alaska wurden die Muschelsochsenbestände um die Wende zum 20. Jahrhundert ausgerottet. Eine Wiederansiedlung gelang, nachdem grönländische Muschelsochsen in den 1930er Jahren auf der vor der Westküste Alaskas gelegenen Insel Nunivak ausgesetzt wurden und sich von dort wieder entlang des arktischen Festlands verbreiteten. Auf der russischen Wrangelinsel lebt mittlerweile eine Herde von etwa 100 Tieren. Wiederansiedlungen in anderen Regionen Grönlands, in Sibirien und in Norwegen verliefen ebenfalls erfolgreich. Im norwegischen Dovrefjell-Nationalpark bedurfte es allerdings 20 Jahre dauernder Versuche, bis 1947 die Wiederansiedlung einer Moskusherde gelang. Heute in Schweden lebende Tiere entstammen einer aus einem Bullen, zwei Kühen und zwei Kälbern bestehenden Herde, das 1971 von Norwegen hierher wechselte. Auch auf der im Nordpol ärmer gelegenen russischen Wrangelinsel, die 2004 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, konnten Muschelsochsen nachhaltig ausgesetzt werden. Sie bilden inzwischen eine Herde von etwa 100 Tieren.
Ansiedlungsversuche auf Island sind dagegen bislang gescheitert, siehe auch die unter Gefährdung aufgeführte Bestandstabelle. Muschsochsen bevorzugen als Lebensraum niederschlagsarme Tundren. Sie tolerieren große Kälte, sind aber empfindlich gegen anhaltende Feuchtigkeit. Überwiegend halten sie sich in tiefer gelegenen Ebenen und Flusstälern auf, in denen sich während des Sommers Schmelzwasser und die geringen Niederschläge auf dem Permafrostboden sammeln und eine für arktische Verhältnisse saftige Vegetation wachsen lassen. Sie ernähren sich von Holzgewächsen wie Birken und Weiden, von denen sie die Blätter abstreifen, und von Kräutern wie Sauergräsern, Süßgräsern, Flechten und Moosen. Männliche Tiere weisen nur während einer Zeit von 2 Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz, Gewichtszunahme, auf, und während weiterer 4 Monate ist ihre Nahrungsbilanz neutral, keine Gewichtsveränderung. Weibliche Tiere haben während 5 Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz und während der verbleibenden 7 Monate eine negative Nahrungsbilanz. Beide Geschlechter zehren während des langen arktischen Winters von ihren Fettreserven. Die Weibchen nutzen darüber hinaus ihre Fettreserven in den Zeiten, in denen sie ihre Kälber säugen. Alter Bulle, Victoria-Insel, Kanada. Gelingt es einem Tier wegen schlechter Weide- und Wetterbedingungen nicht, eine für den Winter ausreichende Fettreserve aufzubauen, droht der Hungertod, meist im Spätwinter und zu Frühjahrsbeginn. Von der Anwesenheit der Muschsochsen profitieren eine Reihe anderer Tierarten, Schneeammern und Spornammern etwa polstern ihre Nester mit der überall in der Tundra zu findenden weichen Muschsochsenwolle aus. Im Winter fressen Eishasen und Schneehühner von den von Muschsochsen freigescharrten Pflanzen. In der Nähe von Muschsochsen beobachtet man nicht selten auch Polarfüchse, doch gibt es dafür bisher keine Erklärung.